Reporter, willkommen. Ganz kurz nur, ich muss etwas einstellen, weil ich streame ja über die PS4 und da muss ich alles schauen, ob alles passt, weil ja nicht alles funktioniert. Immer am besten. So, dann würde ich sagen, geht's mal weiter in Castle Dimitrescu. So, ganz kurz schauen. So, also Potter, passt alles von Stimme und so, oder? Was meinst du? Siehst du, meine Bassbox sollte ich ausschalten, nicht, dass sie sich auf einmal mit meinem Handy verbindet. Was ich jetzt machen wollte, damit es eher zum Spiel passt, kann ich das hier machen? Gameplay, Fadenkreuz, unbegrenzte Munition, nicht Zielhilfe, Tutorial beim Nachladen. Nice, nice. Wusste ich gar nicht. Anzeige, Helligkeit. Audio, Musiklautstärke, Soundeffekte, Menülautstärke, Kopfhörer, Video, Sound, Untertitel. Untertitel mache ich einfach mal an. Nope, ich glaube, das kann ich nur im Hauptmenü. So, da. Jetzt haben wir Cassandra, oder wie die heißt, oder. Die heißen alle irgendwie gleich ausgeschaltet. Und da haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Ach so, Hofschlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt in den Hof. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch hingehen. Ganz kurz zur Erinnerung. Ja, hier habe ich alles gelootet. Ja. Immer eine schöne Animation. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen umschauen, damit mein Delay ein bisschen weniger wird, aber ein bisschen anderes. Warte, hier kenne ich das doch. Irgendwo hier so. Nein, nicht. Also, die Steuerung, die ist komplett anders als bei Call of Duty. Das musst du wieder umdenken. Und ich weiß, dass hier irgendwo wieder so ein Stein ganz gemein versteckt war. Ich sehe jetzt aber gerade nichts glänzen, also werde ich mir den später holen. Bevor ich hier nicht mehr hin muss. Also bevor es zum Bosskampf geht. Reste, ich liebe Schrott. Das Tor, was nicht auf will, also da dürfen wir nicht rein. Oder dürfen wir rein? Keine Ahnung. Wir können jedenfalls noch nicht rein. Ab dann habe ich hier das gesehen. Lei. I love money. Okay, das ist eine Statue, das kann ich nicht zerstören. Mit Helligkeit ist das auch, finde ich, irgendwie immer lustig. Ganz kurz hier drüber. Schön daneben schlagen, gut gemacht. Das habe ich sehr fein gemacht. Darauf erstmal einen Kaffee trinken. Okay, kann ich hier rein? Achso, hier brauche ich einen Schlüssel. Wo geht's denn weiter? Ach, hier war die Tür. Stimmt, stimmt, stimmt. Will ich dir nachgehen oder so? Will ich das? Ich habe eine Chemikalie gefunden, die kann ich ganz gut nehmen, um mir Heilung zu erstellen. Oder Munition. Oder brauche ich dafür. Nee, ich brauche dafür ein Kraut für die Munition. Oder? Egal, habe ich vergessen.
Ich dachte gerade, ich höre einfach Fußschritte. Nichts. Die lebt ja noch, der geht's gut. Warum kann ich hier rein? Ja, kann ich. Aber erstmal hier umschauen, würde ich sagen. Pistolenmunition, immer schön. Okay, hier kann ich nichts machen. Habe ich alles? Natürlich nicht. Gut, kann ich mir einfach nicht rausnehmen, aber dafür habe ich jetzt hier alles. Das heißt, nicht lange rumreden und versuchen, das Rätsel zu lösen, was ich wieder. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen will. Okay, die Armen, die sollten, glaube ich, zum Mann schauen. Oder? Okay. Dann was stand da? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Okay, die schaut auf ihn. Mit Wein fließen. Die Frauen sind hypnotisiert für die Wahnsinn der Männer. Alter, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen herum. Also wenn mich das Game auch lässt. So, und wenn. Könnte das so sein? Immer noch falsch. Vielleicht die Bettler, weil es um den Wein geht, nach da. Und die Frau dann nach da. Nein, falsch. Okay, die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Ist da jetzt diese Frau gemeint, oder? Okay, ich schätze mal, diese ist gemeint. Blind für die Avancen der Männer. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, das wird dann, meine ich, hier sein. Ja, so dass schon bald der Wein fließen möge. Das ist verwirrend. Ich habe jetzt schon Probleme damit. Und das hat das jetzt angefangen mit einem Rätsel. Okay. Ach so, jetzt geht's. Die Frauen schauen sich gegenseitig an wegen dem Wein. Die Armen, die überreichen ihm und der. Egal. Ist komplizierter, als es aussieht. Wow, yay, tiefer hinunter. Darauf habe ich mich gefreut. Gibt nichts Besseres. Also in den dunklen, feuchten Gängen der Kanalisation. Moin, Holzi. Ja, nicht viel um bei dir. Ach du Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen. Ach du Scheiße.
Natürlich werde ich schauen, dass ich hier gleich alles mitnehme, weil ich will hier nicht nochmal zurück. Hier will ich definitiv nicht mehr zurück. Das ist wieder so eine Stelle, die ich einmal machen will und dann fertig. Auch nicht viel, endlich wieder zu. Ja, warst ja auch lange nichts mehr dabei. Ach, guten Tag. Habe ich eine Pumpkin-Munition? Okay, der hat sich gedacht, nee, ich lege mich jetzt hin und penne. Und ich hoffe, der bleibt auch pennen. Und steht nicht wieder auf. Aber der steht auf. Autsch. Komm schon, auf den Kopf. Wir lassen wenigstens Geld fallen, wenn man sie erledigt. Das ist. Bye, have a good time. So, was haben wir hier? Pistolen. Okay, hier könnte ich zu ziehen, nicht sehen. Mein Deutsch verlässt bei Stresssituationen gerne meine Geduld, meine Nachladefähigkeit und alles drum dran. Bitte legen Sie sich wieder hin. Das ist nicht gut für Ihre Gesundheit. Einfach liegen bleiben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Warte, wie weit geht das? Ja, hier den kleinen. Ach so, hier bis Ende des Ganges. Schrottresse. Jetzt, wir haben alles. Perfekt. Kannst du mal bitte aufhören? Ich messe dich einfach. Habe ich Pumpkin-Munition? Na kommt her. Legt euch einfach beide gleich schlafen. Autsch! Ich hasse Vampir-Zombies. Der einzige Grund wegen den Viechern, dass ich hier nicht mehr herunter will. Und gleich alles mitnehmen. Bei gewissen Orten kann ich sagen, ja, da gehe ich nochmal zurück. Alles gut. Aber das hier, nee. Das ist mir ein bisschen zu penetrant. Achso, hier wird auch mitgezählt. Wie? So. Ich hab den. Hab ich irgendwie Heilung? Nee. Bleib liegen. Und zerfall zu dem Staub, der du einst mal warst. Und Holzi, wie war dein Tag so, falls du noch da bist? Kraut. Das gute alte Kraut. Und ich fall schon wieder fast in den Abgrund. Habe ich nichts Besseres zu tun, als irgendwie immer fast zu sterben? Die ist wirklich ein bisschen zu groß geraten.
Schauen wir Mutter mal, was Miranda, das heißt. Ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Wirklich? Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Ich bin kein Spanner. Nein. Blue Fox, Mutter ich doch Miranda. Nicht. Ja, natürlich. Ich weiß, wie wichtig die Nur mich Zeremonie interessiert halt, was die Frauen über mich denken. Verlasst okay? euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Sorry, kurz ist jemand reingekommen, deswegen muss ich mich kurz entmuten. Nein, das sie. Was siehst du, dass ich spanne? Nee, ich doch nicht. Außerdem, was kann ich dafür, wenn sie und ihre Kinder direkt mich wollen? Anscheinend ist sie richtig sauer. Rose, wo bist du? Wo ist meine Tochter also? Nein, das lese ich jetzt nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Verschlossen. Ja, das war alles. Dann gehen wir mal raus, würde ich sagen. Spanne. Tutorial mit. Spanne Tutorial mit bei Alkim. Oh, shit. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Du? Nein, nein, All ich bin doch nicht hier. Für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von. Ah. Was ist mit dem Kind? Undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen. Das kann ich erklären. Versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Ich bestehle dich nicht. Was fällt dir ein? Ja, die hat mich voll erwischt. Gut aus, denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Ach, irgendwas mache ich immer falsch bei den Frauen. Mach doch, du kannst mich mal. Einfach dieser Satz noch zum Schluss. Diese Macht doch, du kannst mich mal. Einfach legendär. Ey, Jakob, moin. Lange nicht gesehen. Hab ich hier alles? Ach so, hier geht's bei. Okay, nach dem Gang wird auch noch mitgezählt, also ich habe noch genug Chancen. Um zu sehen, ob ich alles habe oder nicht. So, irgendwo müsste doch was sein. Okay, ich mache jetzt hier mal die Tür auf. Nein, irgendwas habe ich verpasst. Jetzt kann ich wieder zurückgehen, weil ich wieder der schlauste Mensch der Welt bin mit Sachen verpassen. Und sicherlich ist es irgendwas Wichtiges oder Unwichtiges, aber in Resident Evil gibt ja eh so wenig Items und so, weswegen alles irgendwie... Ja, ich habe Schießpulver verpasst, also wenn ich außerhalb der... Weiß ich, wenn ich keine Munition mehr gehabt hätte, dann wäre das... Ja, das ist... Nee, das ist nicht das gleiche Game vom letzten, nur vor dem letzten, wo du da warst, glaube ich. Als letztes hatte ich ja Roblox gestreamt. Also ich streame ja mittwochs und Donnerstag und jetzt halt mittwochs generell Resident Evil Village. Und ja, jetzt geht's weiter mit den Töchtern. Und irgendwas mache ich bei denen immer falsch. Ja, das ist Resident Evil Village. Autschiwaba. Scheiße! Ja, das kannst du laut sagen. Als ob ich dich gehen ließe. Nicht? Er wirst du zerfleischt! Als dass du dein Kind wieder siehst! Was ist euer Problem? Das müssen wir klären. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Ha!
Warte, kann ich die eigentlich hierher locken, um das... Zerstör das bitte hinter mir. Au! Das war eine doofe Idee. Ich kann generell gerade nichts machen. Also wenn ich am Verrecken bin, dann wissen wir warum. Ja, dann habe ich halt keine 100%. Oder ich lasse mich kurz verrecken und hab dafür alles. Na komm her. Du wolltest das eh schon immer. Komm, mach. Mach Henne. Hallo. Es gibt kein Zurück mehr. Wie die da steht und mich erst mit 5 Minuten anschaut. Ja, wir wechseln jetzt den Schwierigkeitsgrad zu einfach. Das Game traut mir auch nichts mehr zu. Und Jakob, wie geht's? Wie steht's? Auch an den anderen, an alle anderen, wie geht's? Wie steht's? Ach ja, er startet ja nicht von allein. Ich muss ja auf Neustart drücken, ist ja klar. So, jetzt sind wir hier. Wieder bei dem Punkt, wo ich das hochgezogen habe und das eine Item vergessen habe. Da. So, das war alles, was ich hier vergessen hatte. Aber auch nur, weil ich blind bin. So. Und weil ich weiß, da erwartet mich ein Bosskampf. Halt nicht ein Bosskampf, sondern ich werde hier richtig zerstückelt. Und ich kann nichts mehr machen. Nehme ich 1000 Yen? Oder Len? Oder Lai? Oder Mai? Alter. Bisschen dumm, dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Autsch. Oh, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Okay, das kurz verdrückt. Entschuldigung. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescus zu beleidigen. Ja, das wirst du. Mach sie ganz toll. Mach sie fein. Guten Tag. Nein, ich bin nicht da. Das ist eine reine Halluzination. Das sind alles Opfer des Soma-Viruses. Weißt du, es sind keine... Du kannst nicht davonlaufen! Weißt du, es sind keine... Wie nennt sich das nochmal? Vampire? Das sind einfach... die Leute vom Soma. Also wenn das in echt gehen würde, ich wäre unsterblich. Und die Arm... Die Hand funktioniert okay. Wirklich wieder. Scheiß auf dieses Schloss. Ja. Scheißen wir auf das Schloss und machen Kleinholz draus. Der hat ein Schwert. Ich glaube, auf dem Nahkampf ist es nicht so gut mit den Dingern. Auch wenn ich eine richtig starke Nahkampfwaffe habe, bin ich, glaube ich, hier im Nachteil.
Händen. Warte. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo was versteckt war. Irgend so ein Item oder so, was hier so richtig auf dem Rand. Dass man nicht so einfach sehen konnte. Ja, das Kraut. Haben wir denn hier alles? Ja, dann haben wir alles. Einfach schneller sein und besser im Ausweichen und dann geht das schon. Was ich jetzt schaue. Okay, das sehe ich eh rein. Ja, da habe ich alles. Das heißt, jetzt geht's hier weiter. Du bleibst da. Habe ich das Kraut jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Ist das so ein Farming-Bereich oder? Ist es jetzt dann auch mal gut? Kommen ja immer wieder welche. So, rein mit uns. Yay, ich habe eine weitere Karte gefunden. Natürlich ist unten der Hauptsaal. Ich kann sie da hinten gehen hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder nicht. Ich hoffe, die kommen wenigstens nicht zu uns. Guter erster Treffer. Hier habe ich die Kugel dafür. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Okay, und hier ist wieder alles verbunden. Ich würde sagen, ich kümmere mich ganz, also wirklich ganz schnell um die Gegner. Einfach in den Rücken gefallen. Weil jetzt sollte anscheinend Lady Dimitrescu mich jagen. Deine Waffe erinnert mich irgendwie fett an Batman's Wurfstern. Ein Batman. Untersuch. Nix, was ich brauche. Hier vielleicht? Nee, nope, nada. Ich will hier auch nicht wirklich was kaputt machen, weil ich weiß, wenn die kommt, dann muss ich stressen. Und ich will mich noch hier ein bisschen in Ruhe umsehen, ob ich wirklich alles habe. Also, jetzt nicht speedrunnen. Und schon meine Zeit ein bisschen nutzen, in den Game zu verbringen. Ja, dann muss ich hier wohl nur wegen der Dietrich wieder hin. Okay, hier kann ich aufschließen für den Hauptraum. Hier habe ich Schrott. Hier habe ich Schießpulver. Oder es ist nicht der Hauptraum, sondern der andere Raum da hinten. Man weiß eh. Irgendwas Spezielles muss es hier doch geben. Okay, das ist falsch. Zum Glück bin ich kein Musiker. Nein, warte. Nein, das ist... Yay, ich kann spielen. Das Game auch gespeichert. Das
ich gelernt habe, wenn ein Game Auto speichert, da kannst du dir deine Schuhe einpacken und Feierabend machen. Weil dann wird's eklig. Wo war die Tür da hinten? Die wollte ich ja noch. Die sollte ich entsperren. Ich habe Angst, dass irgendwie Lady Dimitrescu. Hast du gewartet? Nicht wirklich. Du bist auch zufälligerweise dort, wo ich hin will. Und nein. Na komm. Bye, have a great time. Habe ich eigentlich Shotgun-Munition? Ja, wir wissen es, du bist wahnsinnig. Mach auf, mach auf! Lass mich rein! Hat dein Weg dich endlich zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. Fuck! Erzähl mir all deine blutigen Fantasien. Autsch. Soll ich dir wehtun? Nee, lass mal. Au, wie gemein! Ich will nicht sterben! Haha. Ich Käfer satt hab. Das nennt sich Speedrun. So, dann schaue ich mir alles um. Der Raum, der ist auch richtig gemein wegen der ganzen Beleuchtung und alles. Wenn dann irgendwas zerstört ist oder so, du suchst hier, was hier wirklich alle Gegenstände dann. Dann übersiehst du meistens gerne was. Erst recht, weil hier einiges versteckt ist. Erst recht in den dunklen Ecken. Ist ja noch was? Nope, wir haben es geschafft. Da hinten war das Sven Dietrich und hier im Gang fehlt auch noch was. Natürlich glaube ich, dass Lady Dimi nicht reinkommt. Deswegen, wo war die Tür? Hier. Ist es das? Ja. Fehlt da hinten nur noch der Schlüssel, also. Wir sind gut dabei. Stell dir mal vor, die eine da, weiß ich, Lady Dimitrescu würde einfach beim Bossraum da hinten reinkommen. Was haben wir da unten? Ach hey, das ist nur der Eingang in diesen großen Hauptbereich da, wo wir ganz am Anfang waren. Wir sind jetzt auf der linken Seite und vorher sind wir hier. Wie ich. Jetzt gehe ich aber hier hin, weil hier ist definitiv noch was. Bitte steh einfach. Ach so, das verstehe schon. Komm. Wo haben wir die nächste Glocke? Ich glaube, hier kann die auch nicht rein, was wirklich sehr gut ist. Habe ich die getroffen? Nee, aber jetzt. Irgendwo sollte noch eine sein. Achso, warte. Hätte ich eigentlich jetzt oben bleiben können. Weil die kann man nur von hier erreichen. So, alle Glocken betätigt. Okay, hier steht sogar der Hinweis, dass man die 5 Glocken läuten lassen muss. Ja, und hier habe ich wieder auch alles.
100% eingesammelt. Hier beim Gang müsste es auch sein. Ja, ist es. Schauen wir uns mal die Außenwelt an. Haben sie schön gemacht. Die Glocken, die spielen verrückt. Wundert es Lady Dimitrescu dann nicht weiß, wo ich bin. Ist wirklich ein... Okay, bezauberndes Wunder kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Wunder. Ein Wunder ist immer besser als kein Wunder. Sordela. Noch eine Karte. Diesmal sogar eine Schatzkarte. Bleib liegen. Und ich habe sogar einen Dietrich bekommen, was meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut ist. Habe ich hier alle... Nope. Die Shotgun. Da muss ich hier alles haben. Nee, wieder was vergessen. Okay, gute Frage. Wie komme ich aufs Shotgun? Das ist ein Snipe. Gibt es hier auch wieder so einen versteckten Kristall? Okay. Wo könnte hier was sein, was ich übersehen habe? Ernsthaft, mir fällt's gerade nicht ein. Ich will hier aber auch nicht nochmal zurückgehen. Vielleicht hier in dem Gang. Dass es hier vielleicht ist, wo ich wett. Nee, aber das hier zählt als ein anderer Raum als der, oder zählen die zusammen irgendwie? Okay. Schauen wir mal sneaken vorbei. Ob irgendwas am Boden ist. Irgendwo hinter einer fiesen, versteckten Ecke, wie wir es denn die wir kennen. Oder an der Decke, wie wir es denn die wir natürlich kennen. Jetzt sagen wir doch einfach, wo es ist. Dafür sollte ich eigentlich nicht mal die Sniper brauchen. Bin ich wirklich so doof? Okay, schauen wir uns gut die Decke an. Boden habe ich nichts gefunden. Irgendwo, was irgendwie ein bisschen leuchten kann. Bisschen nur. So ein kleiner Funken. Glück, Schimmer oder Hoffnungsverlust. Was ich jetzt auch nebenbei mache, nee, nicht das so, so öffne ich Inventar. Ja, erstmal mich heilen, ist eine gute Idee. Aber nee, ich will das hier Schnellzugriff unten, weil dafür habe ich Munition, meine ich. Ich habe 4 Stück Schuss. Besser als mit einer Waffe rumzurennen, wo man keine Munition hat. Nee, ich bin ehrlich, ich find's nicht. Zwar jammer schade, aber... Vielleicht sollte ich auch anfangen, das Spiel normal zu spielen und nicht einfach versuchen, die... jedes einzelne hier zu einzusammeln. Natürlich sollte ich nicht zu weit wegsnipen.
Und auch jeden hier der Gegner entfernen. Weil das wird ein bisschen ungut. Kristallener Flügel. Dein Platz ist beziehungsweise jetzt wieder. Ach, bei der Verteidigung. Müsste wieder was um. Ja, ist in Ordnung. Gut zu wissen. Warte, hier kann ich doch das den Aufzug betätigen. Aber erstmal will ich hier fertig machen. Und das Schloss endlich abschließen. So, jetzt kurz geheilt. Ich finde es einfach lustig, zu was sie sich entwickeln. Vorher normale Sträflinge, jetzt. Hier bei irgendeiner Seite kann ich mich rennen, dass ein Dietrich war. Komm her! Ich mach mit dir Faustkampf! Du endest wieder ein Kollege! Bleib liegen! Taubsi ist ja schon mal besser. Ich glaube, das ist die Mega-Entwicklung von Taubsis Weiterentwicklung. Immer schön hier schauen, weil ich weiß, dass hier irgendwo irgendwas versteckt ist. Weil die machen ja keine netten Verstecke, die machen immer fiese Verstecke. So, da. So kann man auch seine Munition verschwenden. Na komm, stirb. Ist nicht dein Ernst. Jetzt droppt er so ein Flügel auf dem Dachpunkt, wo ich nicht hinkomme. Das ist so viel Geld wert. Und ich komme wieder nicht ran. Oder? Nee, ich komme wieder nicht ran. Ja, das war ein Einweg. Oder habe ich den jetzt generell mit? Achso, das. Der untere Stock von Lift, wo ich dann. Nee, ich bin oben im Lift. Ich bin gar nicht im selben Bereich. Wie komme ich da jetzt drauf? Ich sehe, dass ich jetzt. Dass ich runterspringe und mir einfach mal verletze. Ein Weg bitte nach unten und wahrscheinlich treffen wir wieder auf Lady Dimitrescu. Was nichts Positives heißt. Ja, sehe ich was glänzen. Habe ich es erwischt? Nope, habe ich nicht. So, jetzt haben wir einen schönen Kristall. War ich ja noch nicht? Hätte mir schwören können, dass ich hier eigentlich schon gelootet habe. Aber gut. Warte, wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Schreibmaschine.
Da kann ich mir jetzt einiges in Gold abholen und ich glaube, diesen Dietrich-Bereich hebe ich mir auf. Dafür werde ich den Dietrich. Ja, bei dieser einen Stelle dann nutzen. Lästige Missgeburt! Bye, Lauf hätte so bitte. schnell du willst! Ich krieg dich schon! Nee, wirst du nicht. Mach Feierabend. Das ist dir verdient. Ich bin nicht da, ich existiere nicht. Dieses Laden gerade. Ich dachte, irgendwas ist falsch, weil das lädt einfach nur die Map. Also du darfst mich gern hinterherjagen, nur ich bin ein bisschen schneller, weil ich hier mich schon auskenne. So, jetzt habe ich einen Dietrich. Scharfschützenmunition. Ja, dann habe ich Waffenkammer. Das ist da hinten auf der anderen Seite. Da war ich noch nicht, weil ich runtergestürzt bin. Und hier. Okay, hier ging es mit der Treppe rauf. Aber wo, was ist das nochmal? Achso, das ist das Badehaus mit den zwei Räumen, wo ich nicht rein konnte. Das heißt, wir werden da auch sichtlich hin müssen. Aber dafür habe ich hier alle Ta Träume schon freischalten. Nicht Träume, sondern ich habe meine Träume freischaltet. Wer kennt's denn nicht? Natürlich renne ich auch gerne im falschen Weg. Habe ich mir. Ach ja, ich habe Sniper-Munition rausbekommen. Immer schön nachladen. Sicher, sicher. Und dann geht es hier weiter. Nein, sorry, ich bin ausverkauft. Habt einen schönen Tag noch. Wo wollte ich jetzt hin? Ja, ich Nicht auszuhalten, dieser Hunger. Ja, freut mich für dich. Leider gibt es heute keinen Checky zum Essen. Ich bin froh, dich wohlauf zu sehen. Wie stehen die Dinge? Nicht so gut. Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Bist du sicher? Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Ja, bevor wir zu dem Service hingreifen, habe ich hier. Das hier. Ja, vorsichtig. Das ist nämlich immer so ein Fingerspitzengefühl-Ding. Nicht so schnell. Schnell genug, aber nicht zu schnell. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nicht Vielleicht hat er runterfallen. mich nicht gesehen. Vielleicht hat wer dich nicht gesehen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nicht ins Loch, nicht ins Loch. In das Loch. Ja, fein. Perfekt. Okay, ich kann nebenbei mal auch abspeichern zu dieser guten Musik. Du möchtest etwas kaufen? Natürlich will ich etwas kaufen. Oder ihr Bein. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ja, auf deinen Freund freue ich mich eh schon. Okay. Zwei, hier kann ich vier. Kristallener Flügel habe ich nur ein. Kristallener Torso habe ich ein. Roter Schädel habe ich ein. Arznei will ich nicht verkaufen. Pistolenmunition auch nicht. Weil ich weiß, dass wir das irgendwie brauchen werden. Für sowas gibt man gerne sein Geld aus. Ja, das kann ich dir glauben. Heilung wäre richtig schön. Aber ich glaube, ich brauche einfach eine bessere Waffe. Feuerkraft Stufe 1 ist 110. Wie viele macht meine? 130. Und die ist erst auf Stufe 1. Deswegen wäre es jetzt nicht so der Hammer. 270, aber dafür kann meine dann stärker werden.
Nee, da werde ich Wenn jetzt mal... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Warte. 140 Schaden. 140 Schaden macht die. Wie viele macht die andere, die ich nicht verbessern kann? 270. Die macht doppelt so viel Schaden. Vielleicht solltest du erstmal ein wenig ausmisten. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Bis so, nächstes Mal. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht einen Fehler gemacht habe. Ah, warte. Schnellzugriff auswählen. Ja, die macht auch mehr Schaden. Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um! Danke für diesen Applaus, aber ich will jetzt noch schauen, ob ich was machen kann. Ich habe einiges im... Geld. Was kann ich hier machen? 350. Wie viele macht mein Maschinengewehr? 250. Und das ist erst auf Stufe 1. Ja, und die Sniper sowieso. 600. Nachladig. Ich glaube, Feuerkraft ist ein bisschen besser. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. 8000. Mit Vergnügen. Natürlich bekomme ich dann auch mehr Geld, wenn ich das verkaufe. Das ist so oder so klar. Sieh es als Investition, Ethan. Ja, ich sehe es als Investition. Bis nächstes Mal. So, jetzt muss ich kurz... meine Kopfhörer richten, weil sie ein bisschen verrutscht sind. Das nervt. Dafür geht's jetzt dann besser zur Sache. So, da und wieder gerichtet. Und weiter geht's. Maske des Zorns. Maske des Zorns. Maske des Zorns ist also hier. So, was haben wir hier? Maske der Freude. Maske passt nicht. Ja, dann werde ich in Lady Dimitrescu's Gemächern schauen müssen. Wieder. Die waren da oben, oder? Wie komme ich da nochmal hin? Hier, ich weiß nicht, hier brauche ich einen Dietrich. Ach ja, hier. Ra! Aus dir mache ich erstklassigen Wein. Nee, Mutter lass mal. Hat etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Ich habe für sie auch was Besonderes vorbereitet. Und das heißt nicht, dass sie mich verfolgen soll. Nein, nein. Das heißt es nicht. Bitte nehmen Sie einen anderen Weg. Bitte verschonen Sie mich mit Ihrer hochgnädigen Freundschaft. Ihre Gastgebung war mir ein 1A exzellent. Keine Lust auf dich. Nee, warte, falsche Schlüssel! Wie fühlt sich's an? Nicht so schön. Richtig so, Hertha? Gut, gut. Weg ist sie.
Hier kann ich dann nicht mehr zurück. Was war denn noch auf der anderen Seite? Also hier habe ich alles. Natürlich muss ich wieder rauf in Lady Mäh, in ihre Gemächer. Hier habe ich jetzt den letzten Part. Und sie wird wahrscheinlich in ihren Gemächern auch den Dietrich haben und einiges an Geld. Warte. Nee, so ging das nicht. Hier könnte ein Auge hinpassen. Warte. Hab ich diesen anderen Schatz verkauft? Bitte sagen nicht. Das steht, hier könnte etwas fehlen. Wenn ich den anderen Teil verkauft habe, dann, ja, dann Glückwunsch. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten dich bereits. Hier, schau. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ach, warte ich. Mein Blut holt sie. Mit was denn? Ach so. Du hast die Jagd verdorben. Autsch, 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 autsch. Mein Körper! Dein Körper ist mir herzlich egal. Warum? Nein! Unmöglich! Au! Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Ja, versuch's wann anders nochmal. Ich bin leider schon vergeben. Und ausverkauft. Aber schönes Tor so. Habe ich hier alles? Nee, natürlich nicht. Also, das habe ich nicht. Jagdtrophäe. Diese Jagdtrophäe. Kann ich irgendwie sicherlich was machen? Und ich habe den Tierschädel. So, dann geht's kurz in die Ladies Gemächer. Und dann wäre ich weg. So, jetzt darf ich hier den Tierschädel einsetzen. Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Habe ich da drin alles genommen? Nee, hier fehlt noch was. Und wie ich wahrscheinlich denke, ist es hier in der Ecke. Oder ist es wieder an der Decke? Ja, es ist an der Decke. Natürlich, Money lasse ich nicht gehen. Gehe ich kurz zu einem privaten Gemächer. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Sorry, bin ausgerutscht. Das war nicht meine Absicht. Eigentlich schon irgendwie, aber. Hä, warum ladet es jetzt wieder? Das habe ich jetzt rein nicht verstanden. Da habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Hat sie sich teleportiert oder wie? Ja, stimmt hier.
Hier waren diese zwei Räume. Okay, und wo war der andere? Terrasse. Ich bin jetzt hier. Da hinten komme ich nicht mehr hin. Ist es vielleicht das ganz unten da, was es anzeigt? Ach so, das ist wahrscheinlich das, wo man dann runterfliegt. Das heißt, ich habe hier alles. Und renne hier wahrscheinlich wieder rein. Egal, ich habe alles schädlich. Ich habe keine Angst die von der. Die zukünftigen Erbinnen der Tausis Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja, ich habe alle vernichtet. Ich habe alle vernichtet und ich werde damit nicht aufhören. Umso mehr du machst, umso mehr werde ich vernichten. Und dann bleibt hier auch nur noch eins übrig, der Bosskampf. Ich mache dich jetzt einfach kalt und... Und du darfst mit Jack Baker freundlichen Grüßen sagen. Klimpergeld. Auf Wiedersehen. Weil der Lippenstift kann man nicht kombinieren, oder? Nee. Willkommen, Ethan. Hä, aber wo war dann letzter Dietrich? Achso, ich hab einen. Ja, dann warte ich kurz. Danke für deine Treue. So, da. Shotgun-Munition lässt sich immer gern sehen. Okay, ich glaube, hier habe ich mehr Platz. Haha, ich war schneller. So, schönes Schloss. Ich hätte auch gern so eins. Aber Wünsche werden leider nicht wahr. Die heilige Schlosskirche, einfach zerstört, kaputt und so. Schauen wir, was passiert. Entspannt und aufgeregt. Wer ist das übrigens? Der eine vor mir? Du hast alles ruiniert! Finde ich gut. Autsch. Also, Lady, dann machen wir nicht lange um den heißen Brei, sondern machen dich persönlich fertig. Scheiße! Alles wird gut, oft nicht so. What the fuck? Fleisch, Knochen! Ich verschlinge dich! Wir kaufen und fahren!
Was bist du? Autsch. Dein neuer Look. Viel besser als der alte. Psycho-Hexe. Das ist dein Ende! Nee, passt schon. Oh, gib mir Money. Halt nicht Money, sondern Money. Ach, danke für diese Hochgütigkeit, aber... Warum denn so aggressiv? Und siegte. Ich will dir wirklich alles nehmen. Das hast du richtig gepasst. Aufgepasst. Na komm. Ich weiß, du rennst mir gerade hinterher, aber... Jetzt machen wir wieder Richtungswechsel. Ach, mit dir spielen ist spaßig. Na, wo fliegen wir denn hin? Bye, happy bedtime. Vergiss es. Das ist eine Täuschung, du willst es nicht. Das willst du wirklich nicht. Glaub mir. Kamelst du, haha. Ja, komm, sei nicht schüchtern. Zeig mir deine Angst. Nein, sagte ich. Ich fress dich mit Haut und Haar. Autsch. Ich werde ich deswegen. Ist tot. Hol dich, der Teufel! Es ist zu spät. Du siehst deine Rose nie wieder. Was dir bleibt, ist Schmerz. Autsch.
Flucht seist du! Ja, kann ich verstehen. Aber das hilft jetzt auch nicht mehr. Yay, Kristallene Lady. Viel Spaß in der Hölle. Das werde ich mir erstmal aufkaufen. Nee, aufheben. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Ich komme hier wohl endlich raus. Dreckiges Gegenstand. Oder Gegenstück, keine Ahnung. Hier kommen wir später nochmal zurück. Nur da rein kann ich halt dann nicht mehr. Glaube ich. Noch kurz durchschauen. So, dann würde ich sagen, reicht das für heute. Und dann mache ich jetzt nochmal kurz speichern, dass ich alles eingesammelt habe. Und dann geht's wieder beim nächsten Mal weiter. Wie viele Zuschauer haben wir denn noch? Kurz mal nachschauen. Ob sich ein Raid auszahlen würde. Yep, mache ich einfach kurz einen Raid. Wen nehmen wir denn? World of Warcraft. Den kann ich nicht raiden, der hat zu viele. Ach, nehmen wir einfach das hier. Raiden wir den. Würde ich auch freuen. Ein Zuschauer bereit zu raiden. Kommt noch jemand zweites dazu oder nicht? Ist jetzt die Frage. So, dann mache ich jetzt auch nicht lange drum und raide. Dieses Ding ist undurchdringlich.